Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Normalerweise ist es ja so, dass man es bei den AfD-Anträgen mit zackigen, kurzen und populistischen Anträgen zu tun hat. Diesmal verhält es sich in der Tat etwas anders. Wir haben einen Antrag vor uns liegen, der ganze 45 Seiten umfasst und anscheinend eine Fleißarbeit ist und einen sehr harmlosen Inhalt trägt. Den Inhalt Verbesserung der inneren Sicherheit, Verbesserung der Justiz. Die Überschrift verheißt vielleicht Gutes, aber festzustellen ist, wenn man sich mit dem Antrag beschäftigt, auch diesmal ist Ihnen nichts Gutes gelungen. Je länger, je schlimmer sollte man meinen, wenn man diesen Antrag von Anfang bis zum Ende liest, was wir bedauerlicherweise im Zuge der Beschäftigung damit tun mussten. Man schaut bei dem Lesen des Antrags in einen Abgrund der technischen Fehler. Man schaut in einen Abgrund der Verfassungswidrigkeit und man schaut in einen Abgrund der Unmenschlichkeit und des Rassismus. Sie, Kollegen und Kolleginnen von der AfD, ich nehme das Ergebnis gleich vorweg, werden verstehen, dass wir von der SPD-Fraktion diesen Antrag ablehnen werden. Wir haben hier in der Debatte schon viele Punkte besprochen, Jugendstrafrecht, Revision, Sippenhaft, Sonderstrafrecht. Da will ich mich jetzt nicht wiederholen. Ich will also die Gründe, weshalb meine Fraktion diesen Antrag ablehnen wird, auf drei Punkte jetzt noch beschränken, die in der Debatte noch nicht, zumindest nicht ausführlich zur Sprache kamen. Der § 69c StGB, den Sie ändern wollen, ist hier schon erwähnt worden. Es geht darum, dass man den Gerichten im Strafrecht eine zusätzliche Aufgabe gibt. Und diese Aufgabe heißt, wir entziehen zukünftig allen straffälligen, allen strafrechtlich zu verurteilenden Ausländern, so nennen sie es dann immer, die Aufenthaltserlaubnis und weisen sie aus. Ja, da kann man vielleicht ja mal drüber nachdenken. Wir von der SPD-Fraktion finden das natürlich schlimm, aber besonders schlimm finde ich. Und da muss ich sagen, Herr Reusch, da hätte ich Ihnen wirklich juristisch etwas mehr zugetraut. Sie schreiben also dann da in diesen neu einzuführenden Paragraphen, einer weiteren Prüfung nach § 62 bedarf es nicht. Jetzt schaut man in den § 62, da lesen wir den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und, meine Damen und Herren, jeder Jurist, jede Juristin weiß, wir lernen im ersten Semester, erstes Semester Strafrecht, kleiner Schein, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ein Teil des Rechtsstaatsprinzips, ist unabänderbar. Das Bundesverfassungsgericht wird Ihnen bereits an dieser Stelle diesen Antrag, würde es in der Luft zerreißen. Ich hatte vorhin gesagt, technisch fehlerhaft, da will ich nur einen Punkt erwähnen. Man kennt ja diese technische Fehlerhaftigkeit von Ihnen schon. Aber Sie verweisen auf einen Paragraphen 55a Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes. Da steht dann, dass Ausländer im Sinne des Paragraphen 55a Aufenthaltsgesetz, diese Vorschrift gibt es gar nicht. Also auch technisch wirklich unter aller Kanone. Aber ganz entscheidend, und jetzt wird es wirklich grotesk, sind Ihre Ideen zur Duldung. Sie wollen also den Paragraphen 60 des Aufenthaltsgesetzes ändern wie folgt. Ich zitiere das jetzt mal, obwohl es mir schwerfällt. Erweist sich eine Abschiebung als verboten, so ist der Ausländer in einer in einem aufnahmebereiten Drittstaat gelegenen Einrichtung unterzubringen. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Welcher Staat sollte denn dazu bereit sein, wenn man sich also auf den Gedanken einlässt? Nordkorea, Madagaskar, Alcatraz, wie soll das sein? Und damit nicht genug. Sie sagen also darüber hinaus sagen Sie, wenn das nicht funktioniert, davon ist ja auszugehen, dann sollen also diese Menschen, diese gesamten geduldeten Menschen, übrigens nach Stand April 2018 handelt es sich hier um 170.000 Menschen, die sollen dann alle ins Gefängnis, die sollen dann alle in Haft gehen. Das ist wirklich lächerlich. Ja, und das Gleiche fordern Sie dann auch
wenn jemand vollziehbar ausreisepflichtig ist, da hätten wir dann 232.000 Personen. Die sollen also dann allesamt ins Gefängnis gehen. Das bedeutet also, die Frau aus Togo, die sich über mit möglicherweise 2 bis 3 minderjährigen Kinder, die es geschafft hat, das muss man an der Stelle auch mal sagen, in Deutschland anzukommen, die bringen sie in den Knast. Sie bringen genauso die tschetschenische Familie in den Knast, die gar keinen Ausweis erhalten kann, weil das total schwierig ist. Die sind manchmal extrem gut integriert. Übrigens besser als der ein oder andere Deutsche. Diese Menschen, die bringen sie also quasi allesamt ins Gefängnis. Also der Antrag ist insgesamt verfassungswidrig. Er trieft vor Rassismus. Er ist eine Schande für das Hohe Haus und beweist erneut, sie gehören hier nicht hin. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Abgeordnete Friedrich Stretmanns für die Fraktion Die Linke.